Dieser Ort nun schon zum vierten Mal das Finale der Weltmeisterschaften auszutragen hat. Zu beachten sind sicher die Fahrer aus den osteuropäischen Ländern. Favoriten sind jedoch die Engländer. Und zwar haben sich gleich 5 von ihnen für das Finale qualifiziert. 4 deutsche Fahrer haben sich ebenfalls qualifiziert und die stellt Ihnen jetzt Thomas Waag vor. Die Räder standen eigentlich gar nicht mehr still hier in Mühldorf am Inn. 3 deutsche Favoriten in direkter Nachbarschaft. Platz ist in der kleinsten Hütte. Riss, Meyer und Egon Müller. Richtig, Egon Müller. 45 Jahre alt inzwischen, topfit und er sieht keinen Grund, Schluss zu machen. Heute haderte er lediglich mit dem Material, meint damit allerdings weniger die Brille als seine Maschine. Müller schätzt seine Unterlegenheit gegenüber den anderen Deutschen auf bis zu 5 PS ein. Das sind einige Sekunden. Karl Mayer, auch er hat seine Popularität gewinnbringend eingesetzt. Autohaus, Motorradgeschäft und mit 38 Jahren hier auf der Hausbahn Favorit. Das ist Gerd Riss, der Weltmeister von 1991. Der WM-Titel dieses Jahr ist für ihn Saisonziel. Bernd Diener übrigens heißt der 4. Deutsche in diesem Teilnehmerfeld. Eines der ersten Rennen, da war das Wetter noch gut, mit Karl Mayer und mit Egon Müller. Müller hier in der Mitte mit der 15. Beobachten Sie ihn mal, da steht er mit 45 Jahren, beobachtet die Jüngeren, die anderen, die wie Rennpferde, junge Rennpferde in die Boxen kommen. Müller abgeklärt, ruhig und gleich neben ihm, das ist Karl Mayer. Wer hat den besseren Start? Müller oder Mayer? Die Jungen machen vorne zu. Und wo bleibt Egon Müller? Abgeschlagen, muss den weitesten Weg gehen. Noch einmal die Zeitlupe. Müller mit der gelben Kappe, Mayer daneben mit der grünen. Die jungen Engländer wie Joe Screen oder Mark Lorham machen vorne zu. Sehr gut zu sehen und die Deutschen müssen außenrum. Wir müssen den weiteren Weg gehen. Karl Mayer schaffte das am besten. Schon nach einer Dreiviertelrunde die Führung. Vor Briggs, dem Neuseeländer, und Egon Müller abgeschlagen. Stimmte also doch, was er vor dem Rennen sagte. Die Unterlegenheit bis zu 5 PS ist einfach zu groß, um hier mithalten zu können. Im Hintergrund einer solchen Veranstaltung natürlich auch immer ein kleiner Wettstreit der Motorentuner. Und Müller behauptet oder ist einfach fest der Meinung, nicht richtig bedient worden zu sein in diesem Jahr. Das ist der führende Karl Mayer. 4-mal schon war er Weltmeister auf der Langbahn. Wohnt gar nicht weit weg von hier in Altötting. Das ist seine Hausbahn. Er kennt natürlich die Ideallinien, solange die Kruste trocken ist, wie er sagt. Und die war hier noch trocken. Der Sieg also im ersten Lauf. Mayer vor Briggs und Joe Screen. Und der letzte Platz leider nur für Egon Müller. Die Motoren waren zu schwach. 15.000 Zuschauer hier. Und gleich ging es weiter. Es gab eine ganze Reihe von spannenden Rennen. Nichts da mit Favoritensiegen. Es waren Außenseiter, die sich meistens nach vorne schoben. Es gab keine richtige Wettkampfordnung mehr. Sensationen, die bis zum späteren Finale anhielten. Also jetzt dabei Gerd Riss, der Weltmeister von 1991. Start Nummer 4 hier mit der roten Kappe gleich in Front. Der hat gezeigt, wie man so einen Start herausfährt. Achten Sie mal auf den zweiten von oben mit roter Helmfarbe. Jetzt, da bringt der Marcel Gerhardt den Titelverteidiger ab, zieht dann nach innen. Ein Start wie aus dem Bilderbuch, denn bei dieser Sportart ist es wichtig, ganz früh gut wegzukommen. Hier hinten zu überholen, wird dann meist etwas schwieriger. Gerd Riss vor Marcel Gerhardt, den Titelverteidiger. Dann 2 Engländer, Steve Schofield und Paul Fry, ein Schwede und ein Franzose, komplettieren dieses Feld. Riss vor Gerhardt. Seit 10 Jahren ist Gerd Riss in der Spitze, Liga-Kapitän vom AC Landshut, das liegt etwa 60 Kilometer entfernt von hier. Und sein ärgster Widersacher, der Schweizer Marcel Gerhardt, ist Werksfahrer bei Don Godden, da haben wir ihn kurz gesehen, in blauer Helmfarbe. Hat Pfingst Montag noch einen schweren Sturz beim Rennen in Hasewinkel gehabt, danach musste ihm eine Niere herausgenommen worden. Aber Sie sehen,
Harte, harte Burschen, er fährt schon wieder. Und gar nicht schlecht, Marcel Gerhardt in zweiter Position. Vorne in Führung aber Gerd Riss, der Weltmeister von 1991. Tausend Meter lang die Bahn, 125 Kilometer pro Stunde die Durchschnittsgeschwindigkeit in diesem Rennen. Das war sehr hoch, die letzte Runde angezeigt. Riss vor Gerhardt und Schofield und Fry. Ein Deutscher vor dem Schweizer und zwei Engländern. Daran sollte sich nichts mehr ändern. Riss hatte Pech gehabt in seinem ersten Lauf. Zündaussetzer, 0 Punkte. Das bedeutet natürlich denkbar ungünstige Voraussetzungen für das Finale. Hier aber mit diesem Sieg, da gab es 5 Punkte, schuf er etwas bessere Voraussetzungen für den weiteren Verlauf. Dieses Nachmittags der Sieger, Gerd Riss, 28 Jahre alt, übrigens ein Zimmermannsmeister. Ganz gut zu sehen, die Bahn war noch in gutem Zustand. Wenig Hubbel, wenig tiefe Rillen, gleitende, sanfte Fahrweise von Gerd Riss, der einen GM-Motor fährt übrigens. Giuseppe Masotto, das war mal der populärste Motorenbauer in den 70er Jahren. Jetzt geht er nach hinten, nutzt den ganzen weiten Radstand der Maschine aus. Und dann kam der große Regen. Die Bahn in Mühldorf, ja, ihr erging es nicht anders als den Straßen in Genua oder Brick oder dem Rasen in Dortmund. Land unter. Die Fahrer können schon einiges ab, aber was zu viel ist, ist zu viel. 15.000 im Regen und Gerd Riss, den wir eben gesehen haben, der Weltmeister, er hatte wieder Probleme im nächsten Rennen. Zündaussetzer aus der Traum, er musste aufgeben. Heimfahrt beim Engländer Simon Wick, der jetzt Favorit war, neben Karl Mayer natürlich. Die Leute notierten 15.000, ich habe es schon gesagt. Und jetzt schauen wir uns mal den Start von Karl Mayer an. Links, ganz außen, da kommt er, abgedrängt. Und dann sieht er in der Mitte das bessere Durchkommen. So wird gestartet und so war Karl Mayer mit 19 Punkten Favorit vor dem letzten, dem allerletzten Lauf. Das gibt es selten, dass bei so einer Veranstaltung ein richtiger Finallauf, das letzte Rennen, die Entscheidung um die Vergabe bringen musste. Das letzte Rennen also, Simon Wick, der Engländer, ganz innen mit Helmfarbe gelb. Er hatte die zweitmeisten Punkte. Wo bleibt Mayer? Helmfarbe gelb. Simon Wick in Führung mit der Nummer 5. Wo bleibt Karl Mayer? Abgeschlagen da hinten auf dem 5. Rang. Er war Favorit vor diesem Rennen, hatte 19 Punkte, Wick nur 17. Und etwa 22 braucht man, um Weltmeister zu werden. Ein zweiter Platz also würde Karl Mayer hier genügen, hinter Simon Wick, um Weltmeister zu werden. Bei einem dritten gäbe es eventuell ein Stechen. Das ist das letzte Rennen dieses Tages. Simon Wick führt immer noch. Noch nie war er Weltmeister. Einmal Vize-Weltmeister auf der 400 Meter langen Speedway-Bahn. Er schaut sich um, von wem bedrängt? Von Antal Kozsó, dem erfolgreichen Ungarn in diesem Rennen. Aber er bleibt vorne und Karl Mayer immer noch nicht. Position 5 in diesem Moment. Das würde natürlich eine derbe, derbe Enttäuschung bedeuten. Und nur Platz 2 in der Endabrechnung. Wick leicht bedrängt von dem Ungarn Antal Kozsó. Wo bleibt Mayer? Jetzt in 4. Position, eben ganz kurz zu erkennen. Doch da vorne Simon Wick, der Geschäftsmann dieses Rennsports. Er fährt seinem Sieg entgegen, 1,5 Runden noch. Und Mayer ist immer noch 5. Eine große Enttäuschung. Die Leute hier, 15.000, sind fast nur wegen ihm gekommen. Die Familie ist da, die Nachbarschaft. Der 5. Titel soll es werden auf dieser Bahn. Aber Wiggy, wie ihn die Kollegen nennen, zieht vorne einsam seine Kreise durch den Morast. Die Bahn war noch mal ganz gut präpariert worden. Großer Abstand, gebührender Abstand für einen neuen Weltmeister. Und da erst kommt Karl Mayer hinten ran. Da ist er mit der 8, der gelben Mütze. Simon Wick also ist Sandbahn-Weltmeister 1993. Zum ersten Mal der ganz große Titel für ihn. Karl Mayer muss mit dem 2. Platz zufrieden sein und wird sich nun überlegen, ob es sich noch mal lohnen wird, ein weiteres Jährchen dran zu hängen. Vielleicht klappt es ja dann im nächsten Jahr. Schlussbild für heute, der strahlende Sieger Simon Wick und die anderen, die hinter ihm fuhren, wie Sand gestrahlt, wie Männer aus Marmor. So ist das nun einmal.
Die letzten beißen die Hunde. Die Entscheidung war dieser Start. Simon Wick hatte die Innenbahn und das ist die günstigere. Zieht in die Mitte, drängt die anderen ab, zieht wieder nach innen und ist vorne. Start-Zielsieg für Simon Wick. Und Karl Mayer muss zu dieser Phase des Rennens, das eben erst zu Ende ging,